er so etwas tun würde. Wir sind diese römischen Tyrannen los. Jetzt muss ich mit Vitorius auch noch spielen. Oh. Auch noch. Mensch, Mensch, Mensch. Die Quest findet kein Ende. So. Willst du wirklich jetzt einmal durch die Basis durch? Okay. Und den direkten Weg anscheinend. Schießen Sie zuerst und fragen dann. Das ist doch wieder die Natur. Wie schafft Flavius das? Daneben. Was habt ihr geladen? Das Schwert. Meine Fresse. Der andere kommt wohl nicht mehr? Dann ne. Achso, das ist. Achso, das ist stimmt. Den Typen kenne ich ja schon. Vitruvius! Wir müssen reden! Was ist los, mein Freund? Ich habe dir geglaubt, dass du dich um die Sivaner sorgst. Und die ganze Zeit werden sie in der Zitadelle gezwungen, an der von dir entworfenen Waffe zu arbeiten. Es ist nicht so, wie du denkst. Folge mir und wir gehen der Sache auf den Grund. Okay. Bayek, versteh bitte, ich war nicht immer so fokussiert auf architektonische Wunder wie dieses Aquädukt. Als hitzköpfiger junger Mann habe ich viele Vernichtungsinstrumente erfunden. Eines davon war eine Art griechisches Feuer. Griechisches Feuer? Eine Substanz mit solchem Potenzial für unsägliches Leiden, dass ich schwor, sie nie herzustellen. Der Feldherr stellt es aber her und zwingt Sivaner dazu, seine Ballista für den Krieg gegen ihr Land zu rüsten. Sieger, gehört das alles noch zur Hauptquest? Muss ja, ne? Wo willst du jetzt hin? Verfluchter Stolz! Ich hätte meine Notizen verbrennen sollen. Feldherr Agrippa muss sie gefunden haben. Dann halten wir Agrippa auf. Tu, was dir dein Gewissen befiehlt, Bayek. Aber versteh, dass ich mich nicht gegen einen römischen Feldherrn stellen kann. Meine persönlichen Gefühle zählen da nicht. Finde die Formel und ich werde sie zerstören. Ich will nicht die Opferung Ägyptens verantworten müssen. Jupiter beschütze dich, Bayek. Boah, ist das eine Endlos-Quest hier, oder was? Ist ja unfassbar. So, weiter geht's. Jetzt muss ich den Typen noch wegklatschen, oder was? Der Feldherr ist in der Zitadelle. Komm ich doch nicht gerade her? Komm ich doch gerade her, oder nicht? Das habe ich doch gerade alles auseinandergeschlagen, oder nicht? So. Hat er noch jetzt. Vielleicht hat er jetzt auch. Vielleicht ist ja jetzt auch einfach nichts los da, weil ich jetzt schon alles kaputt geschlagen habe. Wer weiß. Müssen wir mal reingucken, ne? So, jetzt übernehmen. Nein! Eieieiei, ich würde doch da an diese kleine Kerbe ranspringen. Kann ja wahr sein. So. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Okay, hier ist tatsächlich der Feldmann, aber sonst ist es leer hier, ne? Weiß es nicht, ob das tatsächlich jetzt eben gerade die Zitadelle war, die ich hier eingenommen habe. Weiß ich nicht genau. Aber so wenig wie hier los ist, das riecht danach. Ich könnte mir natürlich eine Armbrust nehmen und den einfach wegschießen. Das wird leicht machen. Mal kurz einen Prozess mit ihm, ne? Weil die Armbrust macht so viel Schaden.
dass der trotzdem stehen bleiben würde. Das ist ja unfassbar. Was hältst du denn aus, Kollege? Ach du Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nein, 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 Power-Up. Scheiße. Alter, was wollte der denn? Löwen? Was? Oh, Scheiße, Scheiße. Alter Schwede, was hat er für ein Kostüm an? Erstmal so einen dicken Löwenkopf da oder Löwenpelz da erstmal gezogen. Burn. 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 Oh, oh, oh. Ich glaube, das war ganz gut, dass ich ihn erstmal mit der Armbrust ein bisschen angeschossen habe. Ah, der hat Bock. Eieiei. Meine Güte. Ich glaube, der hat die bessere Waffe hier gerade drin. Jetzt hau ihn weg, hau ihn weg. Oh. Jeder, der sich mit Monstern und Dämonen verbündet, wird sterben, Feldherr. Es gab bereits eine Armbrust in dieser Zeit. Sie sind nicht erst im Mittelalter erfunden worden. Oh, Maumann, Maumann, Maumann. Das ist eine gute Frage. Gab es sowas hier hinten? Hätte es nicht geben dürfen, ne? Da könntest du recht haben. Stimmt, das ist ja alles noch... Ich weiß nicht, in welchem Jahr spielt das? Das ist ja vor Christus, ne? Ich glaube 50 vor Christus oder irgendwas. Könntest du recht haben. Aber nun gut, es gab natürlich auch keine Schwerter, die brennen. Also, wenn wir es mal ganz genau nehmen. Insofern, na gut. Jetzt hat Maumann uns allen die Illusion genommen. Danke, Maumann, danke. Die Formel wurde benutzt. Ich zerstöre den Bestand des griechischen Feuers. Die Fies ist zerstört. Was habe ich denn da bekommen? Das sieht ja gigantisch gut aus. Legendäres Schild. Kompendium. Fernkampfwiderstand, Schadensabsorptionsrate. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich dachte, das wäre viel größer. Aber es sieht trotzdem cool aus, davon mal ab. Allerdings finde ich das fast noch besser, weil das Fernkampf- und Nahkampfwiderstand hat. Das heißt, es ist egal, ob jetzt jemand mit einem Bogen auf mich schießt oder mit einem Schwert auf mich eindrischt. Fernkampfwiderstand, Schadensabsorptionsrate. Looten beim Blocken. Blocken mache ich ohnehin relativ wenig. Gesundheit bei Paraden. Gut, das ist dasselbe. Eieiei. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Schild, oder? Ich finde gerade, dass es Nahkampf- und Fernkampfwiderstand hat, finde ich extrem gut. Gerade bei meinem Spielstil, der ein bisschen auf Rambo-mäßig unterwegs ist. Alter, wie viele Gefäße gibt es denn hier? Die ganze Basis ist noch frei. Ich glaube, normalerweise würden hier noch die ganzen Wachen rumrennen, wenn ich das nicht eben alles platt gemacht hätte. Achso. Das hat ja gut geklappt. Achso, ist weg. Sehr gut. Google mal, ist sehr schön. Im antiken Griechenland ist seit dem 5. Jahrhundert vor Christus eine Urform der Armbrust bezeugt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, die... Also wenn man natürlich viel Age of Empires spielt und so weiter, hätte man sowieso nicht für möglich gehalten. Die sah ja schon ziemlich fortschrittlich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schwierig. Okay, dann lebt auf jeden Fall wieder der Glaube an den Realismus in dem Spiel. Ein bisschen. Wo muss ich denn hier hin? Ist das im Keller gelagert? Ich habe irgendwie Angst, dass die Wachen gleich wieder respawnen oder so. Da habe ich noch was drin. Ich hoffe, das verschwindet gleich. Er sagt nicht, das verschwindet nicht. Jetzt. Meine Güte. Die Fähigkeit ist zerstört, der Fortschrittsbalken geht nicht weiter. Ist das jetzt ein Bug? Ist das jetzt ein Fehler?
Ich meine, ich hab die auch zerstört gerade. Die sind auf jeden Fall zerstört, da kannst du ja. Also wenn die jetzt nicht zerstört sind, weiß ich auch nicht. Oh, hier liegt noch was rum. Warnung vor der Mischung. Oh, oh, pass mal auf. Ach du Scheiße, wo wir hier? Sehr schön. Habe ich jetzt nicht alle zerstört oder was war das jetzt hier? Sag nicht, das sind noch welche. Die sind nur alle stehen geblieben. Sehr schön. Bing, bing, bing. Fertig. Deswegen. Na gut. Ach, guck mal, wie spät die immer die Sachen spawnen, ne? Also den Loot irgendwie. Mal ein bisschen. Das sieht aber auch schick aus, jetzt hier mit den Fackeln in der Burg. Oder Zitadelle. Und aber jetzt nur die hier. Habe ich schon mal drauf geschossen, dass wieder nicht alles hochgegangen. Vitruvius wird wissen wollen, dass seine Formel wieder sicher ist. Perfekt. So. Dann weite ich da gleich mal hin. Gibt es ja immer noch viele Sachen, die ich. Aber das sind die Pfeile, glaube ich. Ne? Ich glaube, das sind keine Sachen, die ich jetzt wirklich. Doch. Okay. Na gut, das ist jetzt nicht so gelohnt, aber. Okay. Ach, da hinten sind auch noch welche. Weiß ich jetzt natürlich immer nicht, ob das dann Pfeile sind. Das ist da hinten auf jeden Fall nicht. Da ein bisschen mehr geblinkt. Oder doch? Wieso habe ich das denn nicht alles mitgenommen hier? Okay, mein Kamin kann ich hier nicht rufen. Nicht nur irgendwie ein Zettel drin oder was? Meine Strategie, okay, das kann man sich alles durchlesen wieder, wenn man dann möchte. Und irgendwie einen Ausweg finden. Und es wird langsam morgen. Mit dem Abrollen dieser. Klappt das auch hier auf der Höhe? Das ist schon ein bisschen höher, ne? Also, war zu spät, okay. Okay, die schlafen da gerade im Heu. Ich könnte eigentlich. Weil das sind ja einfach Arbeiter hier, ne? Keine Soldaten, sonst hätte ich da einfach einen Pfeil reinjagen können. Ein bisschen was. Oh, 200 hat er sogar gebracht. Ui, wusste gar nicht, dass es auch manchmal mehr geben kann. Ich kann das Kamel immer noch nicht rufen. Was bringt ihr denn jetzt hier mit? 37? Was ist das für ein Gegner? Okay. Mit dem möchte ich mich aber nicht anlegen. Ups. Kamel. Das schaffe ich doch nicht, oder? Was? Den gebe ich einen Hieb und der ist fast tot? Was ist denn das für ein Schwert? Da brauche ich ja gar keine Angst mehr vor nix haben. Boah, meine Güte, ey. Das ist ja enorm. Ich habe Angst vor dem. Brauche ich gar nicht haben. Ist einfach platt. 30 Bronze hat er gebracht. Wer weiß, vielleicht brauche ich den noch. Gut. Dann wollen wir das mal zurückbringen. Und dann glaube ich, sind wir für heute auch durch. Haben viel geschafft, muss ich sagen. Also das mit der, selbst mit der Hauptstory. Ich habe mir dann nachher tatsächlich ein bisschen auf die Hauptstory konzentriert. Haben wir da
viel geschafft und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das geht jetzt relativ schnell zu Ende, aber nee, das zieht sich noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle Gegner, die jetzt auf jeden Fall noch anstehen in der Hauptmission. Die haben wir auf jeden Fall schon mal auf dem Radar. Das heißt, der Löwe und der Schakal fehlen jetzt noch. Aber das Spiel geht zum Glück nicht so schnell zu Ende. Na gut, das ist jetzt Level 34, 40 gibt es maximal. Es kann natürlich sein, dass es... Weil es gibt noch genügend Aufgaben hier in der ganzen Welt. Also da kann man sich dann noch austoben. So, Kollege, alles abgeschlossen. Bayek, hast du sie? Hast du meine Formel gefunden? Heute wird Ägypten nicht brennen. Und auch sonst nicht. Und Feldherr Agrippa? Er hat sie mir nicht freiwillig gegeben. Er war ein guter Römer. Aber er hat nie verstanden, dass man trotzdem auch ein guter Mensch sein kann. Flavius hat Agrippas Stolz und Ehrgeiz mit dem Gerede von Imperien genährt. Ich fürchte, der Weg, den seine Anhänger gewählt haben, wird vielen den Tod bringen. Am Ende ihren eigenen. Aber du bist ein guter Mensch, Vitruvius. Ich sah es in deinen Worten und Taten. Ich tue mein Bestes. Danke nochmal, Bayek von Siva. Du bist ein wahrer Beschützer deines Volkes. Kein Problem. Aber ich finde, für die Questreihe, das, mit den ganzen Aufgaben, war das ein bisschen wie... War das ein bisschen wenig Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gedacht, dass das noch ein bisschen mehr gibt. Ich sollte vielleicht noch jetzt nochmal einen Händler aufsuchen irgendwie und meinen ganzen Kram verkaufen. Ich habe so viele Sachen jetzt gerade eingesammelt. Das war enorm. Allein hier die ganzen Tierprodukte, was ich hier alles habe. Das könnte nochmal die ein oder andere Markt nochmal reinbringen. Ausrüstung aufwerten könnte ich wahrscheinlich nur diesen Beutel. Und ansonsten, ja gut, mir würde jetzt noch ein Kohlenstoffkristall fehlen. Dann könnte ich jetzt den Stabilisierungshandschuh schon mal auf das vorletzte Level heben. Der ist schon ausgebaut. Kohlenstoffkristalle, da mangelt es noch so ein bisschen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da kann ich dann noch nicht alles ausbauen. Hier habe ich nur noch einen Punkt. Ja, gut. Den kann ich natürlich nur nicht wirklich investieren. Das andere kostet hier alles deutlich mehr. Nahkampfbeutel wäre auch praktisch. Bei mir so ein bisschen Luxus. Ja, und wie gesagt, unsere Ziele sind bekannt. Flavius, der Löwe, der soll eben halt dahinter stecken, dass wir unseren Sohn getötet haben. Und den Schakal müssen wir dann auch noch töten. Und ich weiß nicht, ob hier in der... Hier ist so ein großer freier Raum, ob sich da noch irgendwas tut. Ob wir Kleopatra töten sollen oder so, weiß ich nicht. Im Prinzip hat sie uns ja auch verraten. Gut, so, ein Händler. Wo finde ich denn den nächsten Händler hier? Sag mal! Wo ist hier die ganze Zeit rum, ey? Was kann ich denn mit ihm jetzt machen? Bayek! Unsere Region ist sicherer geworden, seit der Würgegriff des Feldherrn gelockert wurde. Ich arbeite an einem Buch über Architektur. Mein Meisterwerk. Bayek! Achso. Unsere Region ist sicherer geworden, seit der Würgegriff... Gut, dann will ich jetzt nochmal einen Händler aufsuchen. Dann muss ich wahrscheinlich in eine Stadt oder irgendwas. Denke ich mal. Ich bin hier völlig in der Gegend, wo gar nichts los ist. Könnte natürlich auch nach Siva gehen. Meine Heimatstadt. Du bist schon so normal, so Louis, ich verabschiede mich. Oh, NFL. Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich verabschiede mich auch gleich. Wie gesagt, nochmal den ganzen Kram eben kurz verkaufen. Und dann bin ich auch raus. Und dann muss ich mich vielleicht nochmal entscheiden, welches Schild ich dann nehme. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei meinem bisherigen, auch wenn das... Der gehört mir. Was? Was ist hier los? Was ist denn hier passiert? Was ist denn los hier? Warum bin ich denn hier reingeraten? Was ist das? Warum sind hier jetzt 20 Leute? Das war aber ein Bug jetzt hier, oder? Gut, dass sie hier keinen Schaden anrichten. Noch einer? Das war jetzt eben gerade komisch. Spawn ich und dann sind irgendwie 20 Leute um mich rum. Hört gleich mir auf. So, jetzt wie lange dauert das, bis der Loot kommt? Jetzt langsam. Das ist echt voll. Wo war's das?
Du hast mich. Hast mich gerne, oder? Ja. Das ist doch nicht sein Ernst jetzt. So, alle tot. Danke. Gibt's jetzt überhaupt Händler? Weil Siva wurde ja eigentlich angegriffen. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Verschafft mir mehr Zeit. Ich muss weiter. Hey. Oh Mann, ey. Die Leute leben jetzt hier schon wieder. Wo bleibt dein... Jetzt. So. Gut. So, jetzt wollte ich eigentlich einen Händler aussuchen, ne? Da hinten ist er, ne? Ein Reittierhändler. Aber da werde ich wahrscheinlich auch nichts Tolles jetzt bekommen. Scheint ja auch nach Region muss ich das irgendwie... Guckst du gleich Pro7 wegen dem Counter-Strike-Finale, hey, was übertragen wird, oder? Ach, sag mal, jetzt nervt du ihr aber auch jetzt, ganz ehrlich, also. Ganz ehrlich. Was wird denn eigentlich übertragen? Da wird, glaube ich, dieses, ich glaube, Nip gegen Face wird, glaube ich, übertragen. So, cool. Das klingt gut. Erstmal auffüllen. Habe ich alles? Perfekt. Leb wohl, mein Freund. Dann will ich kaufen. Und zwar hier deine... Du hast einen anspruchsvollen Geschmack. Und dann will ich verkaufen, vor allen Dingen. Ist ja fast schwer. Das werde ich nie im Leben verkaufen. Aus Prinzip. Die werde ich lieber einstampfen. Habe ich hier noch ein paar Bögen oder irgendwie? Ich habe das so viel Quatsch eingenommen. Verkauft. Zack, zack, zack. Hey Arno! Du findest immer interessante Dinge, Bayek. So, das ist alles schon mal weg. Sehr wohl, mein Freund. Und die werde ich glaube ich auch nochmal wieder einstampfen. Dann kriege ich wieder nochmal mehr Kram. Dann kann ich den unnötigen Kram hier verkaufen. Das nehme ich dir gerne. Sehr schön. Und jetzt habe ich mittlerweile schon wieder 9000. Das klingt doch schon deutlich besser. Das gefällt mir. Was das Highlights von PUBG? PUBG, das war todeslangweilig. Habe ich irgendwie reingeguckt, war ziemlich langweilig. Geht noch wieder ein Drama draus. So Festiges im Fernsehen zu sehen, sein Angelaufer, dem ich hatte. Das ist auch gut. Immer schön, dich zu sehen. Also, dass die Bild-Zeitung da jetzt wieder so eine billige Kerbe reinschlägt. So. Dann einschmecken. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt tatsächlich noch so viel Metall brauche. Das müsste auf jeden Fall jetzt dann reichen. So. Dann haben wir Schilde. Die wollten wir auch nochmal schnell ein. Oh, die bringen ja richtig viel Bronze. Sehr schön. Dann haben wir hier noch Bögen. Habe ich, glaube ich, alle verkauft. Sehr schön. Und dann war es das erstmal, ne? Habe ich erstmal richtig, richtig viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das tatsächlich noch alles brauche, weil wenn ich jetzt hier sehe, zum Beispiel Eisen, da brauche ich jetzt für das nächste hier 33, habe aber 180 noch in der Hinterhand. Bronze habe ich sogar noch viel, viel mehr. Ich glaube, jetzt kann ich so langsam mal einstellen, zumindest das zu jagen. Mir fehlen einfach die Kohlenstoffkristalle. Das ist jetzt deutlich leerer wieder. Was haben wir hier? Noch ein schiefer Turm. Aha. Papyri, das sind dann noch diese weiteren Quests, die habe ich noch genau. Ja. Ja, dann kann ich einfach nur noch losziehen, meine Ziele verfolgen. Unter anderem ein Ziel ist ja noch irgendwie dann Eiswolf noch von seiner Spitzenposition zu vertreiben. Das wird noch richtig schwer. Also dieses Wagenrennen, glaube ich, war das war viel schwieriger als der andere Kram jetzt hier heute. Die ganzen Hauptmissionen und so weiter, gar kein Problem gewesen, aber dieses Hippodromrennen gegen Eiswolf, das... Ich weiß nicht, wo er die Zeit rausholt. Wie gesagt, er macht da Fehler, ich hab's gesehen, aber ich weiß nicht, wo er die Zeit rausholt. Keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht wäre ich noch ein bisschen besser oder ich muss mir vielleicht doch noch mal den einen oder anderen Tipp holen, wie man da ein bisschen schneller wird.
Ja, also muss man mal gucken. Auf jeden Fall viel geschafft. Und wie gesagt, auch in der Hauptstory. Hat, scheint sich doch ein bisschen länger zu ziehen, als ich jetzt dachte. Das ging jetzt eben beim letzten Mal, ging das so alles Schlag auf Schlag, wo ich dann dachte, okay, jetzt wollen sie schnell fertig werden oder so. Nee, das scheint sich noch ein bisschen hinzuziehen. Also man hat da noch viele, viele Aufgaben und viele interessante Aufgaben. Ich fand jetzt auch heute, die Quests waren wirklich, waren abwechslungsreich, auch wenn das eine lange Questreihe war. Fand ich gut, auch wenn es jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte gab dafür. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht am Aquädukt. Und hol dir mal ein paar Tipps zum Thema Skill. Klingt nach einem guten Plan, ja. Bin im Discord, wenn du noch Fragen hast, ja. Ich weiß gar nicht, ob Jack jetzt schon irgendwie durch ist mit dem ganzen Spiel oder ich habe nur gehört, dass er irgendwie sämtliche Waffen auf Legendär hat oder sein ganzes Inventar. Was auch immer das dann heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob er, wie weit er jetzt mit der Hauptstory ist, ob ich ihn schon eingeholt habe oder ob ich vielleicht ja, vor ihm bin oder deutlich hinter ihm, ich weiß das nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er da schon ziemlich ambitioniert war. Oft geht's zu blutig zu bei CS. Achso, das ist jetzt wegen Pro7. Story, bist du schon fertig? Okay, dann kann ich ja zumindest nichts mehr spoilern. Das ist ja schon mal das Gute. Bald 39. Achso, du bist mit der Story fertig und bist noch nicht mal Level 40. Aha. Okay, ja, also, aber ich glaube, selbst mit Level 40 hat man noch ganz, ganz viel zu tun. Wie gesagt, ich habe irgendwas erfahren, dass es irgendwelche legendären Kriegselefanten gibt, die man zur Strecke bringen muss. Also ähnlich wie dann in Black Flag die legendären Schiffe. Also hat man da wahrscheinlich auch noch, tatsächlich, selbst wenn man mit der Story durch ist, noch viel zu tun in der Welt. Und das macht auch Spaß. Also die Spielewelt ist sowieso der Star. Hab's ja heute wieder gemerkt, irgendwie, man wird ständig abgelenkt. Unwillkürlich. Ja, gut. Ja, ich bin jetzt durch für heute. Werde dann die Folgen noch gleich schneiden. Oh, das ist gleich schon wieder 11 Uhr. Ja, werde die dann noch schneiden, damit die dann ab morgen früh möglichst bei YouTube auch online gehen. Bedanke mich fürs Einschalten. Bedanke mich, heute ist ja richtig viel los gewesen. Bei Maumann auf jeden Fall für die 5 Euro, die salzigen 5 Euro. Für die Subscriber, einmal haben wir da Icewolf und Maddie OG. Und wen haben wir da noch? Ein Follower. Genau, das war auch Maddie OG. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Mir fehlen noch 3 Gebiete. Ja gut, und hier wird jetzt noch ein bisschen diskutiert über die Pro7-Sendung. Da wird CS heute Abend übertragen. Gut, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich werde gleich nochmal gucken, ob wir jemanden hosten können. Und wir haben noch 3 Clips wurden tatsächlich erstellt. Die werden wir gleich nochmal im Anschluss gucken. Für YouTube endet das Ganze hier. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Abend. Wie auch immer. Die Tage geht's wieder ab nach Ägypten. Vielen Dank fürs Einschalten.